Herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV, dem neuesten von der Wohnbau Prenzlau. Auch im Februar bewirtschaftet das Wohnungsunternehmen zahlreiche Baustellen wie hier in der Schweter Straße. Seit dem Herbst räumen, baggern und reißen die Bauarbeiter Nebengebäude ab und bereiten den Hinterhof für anstehende Maßnahmen vor. Auf einem neu aufgestellten Bauschild können sich die Prenzlauer über die geplanten Sanierungen informieren. Die Sanierung dreier Prenzlauer Wohnhäuser aus der Gründerzeit ist nun auch äußerlich sichtbar. Hier erfolgt eine umfassende Modernisierung, die spätestens im Herbst 2013 abgeschlossen sein soll. Aus den über 100 Quadratmeter großen Wohnflächen entstehen kleine Ein- und Zweizimmerwohnungen, die für jede Generation geeignet sind. Ein Aufzug und ein Laubengang ermöglichen dann auch gehbehinderten Mietern eine unproblematische Erreichbarkeit ihrer Wohnung. Und ich denke, die doch 4 Millionen sind ja gut angelegt. Die ganze Straße in der Schweter Straße als Einfahrtsstraße in die Stadt Prenzlau ist eine wichtige Straße und wird damit enorm aufgewertet. Und als Bürgermeister freut es mich natürlich, dass wir hier ein ganzes Stück Stadtentwicklung betreiben und die alten Häuser retten. Bei einem so umfangreichen Sanierungsprojekt müssen Zeitplan und Arbeiten ständig im Blick behalten werden. In der Schweter Straße kümmert sich Jens Kleiber darum. Herr Kleiber, welche baulichen Maßnahmen wurden denn schon erledigt und welche stehen im Februar noch an? Also wir haben die Kleingärten beseitigt, wir haben die Bäume gefällt, Gartenlauben abgerissen, den Seitenflügel abgerissen, werden dann jetzt noch die restlichen Schuttberge beseitigen, die hier auf dem Hof rumliegen, und werden natürlich auch die Durchfahrt herstellen zur Bundesstraße, sodass man den Hof auch nachher während der Bauarbeiten erreichen kann und nicht mehr über die kleine notdürftige Zufahrt auf dem Hof fahren muss. Auf einer Baustelle geht nichts ohne Facharbeiter und gut ausgebildete Handwerker. Ebenso wenig wie in einem Wohnungsunternehmen. Deshalb sucht die Wohnbau Prenzlau neue Auszubildende für den Beruf des Immobilienkaufmanns. Gelegenheit für erste Gespräche mit zukünftigen Lehrlingen gab es auf dem Tag der Berufe an der Prenzlauer Hackert-Oberschule, der Ende Januar stattfand. Alle 4 derzeitigen Lehrlinge haben die Aussicht, übernommen zu werden. Ein Job mit Zukunft. Aus ehemaligen Azubis können beim Prenzlauer Wohnungsunternehmen außerdem bereits nach wenigen Jahren Führungskräfte werden. Das nächste Bewerbungsverfahren für die dreijährige Berufsausbildung startet für das Ausbildungsjahr 2013 im Sommer 2012. Interessenten finden alle weiteren Informationen auf der Internetseite www.wohnbauprenzlau.de. Diese alten Antennen haben vor 20 Jahren das Fernsehbild empfangen. Heute übernehmen das moderne Satellitenschüsseln. Wer über einen Kabelanschluss verfügt, und das ist bei einem Großteil der Wohnbaumieter der Fall, hat sicher schon von der Abschaltung des analogen Satellitensignals zum 30. April gehört. Doch was bedeutet das eigentlich? Beim Prenzlauer Fachhändler Heimelektronik gibt es darauf Antworten. Zum 30. April endet die Verbreitung des analogen Satellitensignals. Doch Mieter der Wohnbau, die über einen Kabelanschluss verfügen, brauchen sich vorerst keine Sorgen machen, denn das Fernsehkabel überträgt weiterhin analoge und digitale Signale gleichermaßen. Entscheidend ist der Empfänger. Mit einem einfachen Fernseher werden analoge Sender angezeigt, mit einem zusätzlichen digitalen Kabelreceiver für rund 30 Euro kann man aber auch wesentlich mehr Programme mit dem alten Gerät empfangen. Wer mit dem bisherigen oder dem jetzigen Programmangebot zufrieden ist, für den entstehen keine weiteren Kosten, außer dass die beiden dritten Programme nochmal wegfallen. Wer die volle Programmvielfalt weiterhin sehen möchte, der kommt nicht drum herum, einen Kabelreceiver zu kaufen, oder wer sowieso vorhatte, in der nächsten Zeit sich ein neues Gerät zuzulegen, der sollte dann gleich an ein neues Gerät denken und darauf achten, dass er eben einen Kabeltuner besitzt. Auch mit einem neuen Fernsehgerät ist der Empfang von Stadtgespräch TV auf UMTV wie gewohnt möglich. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Verbreitung in der Uckermark derzeit ausschließlich analog erfolgt. Das analoge Programmangebot wird laut KSP aber mindestens bis zum 31. Dezember 2014 parallel zum digitalen Fernsehen aufrechterhalten. Und auch im Internet unter www.wohnbau-prenzlau.de können Sie Stadtgespräch TV verfolgen.
In den kommenden Monaten wird sich das Gesicht der drei Gründerhäuser weiter verändern. Stadtgespräch TV hält sie dabei auf dem Laufenden. Sie sehen, es gibt also viele Gründe, wieder einzuschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.